Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch für das Thema Überwachungskameras interessiert. Wir wollen uns heute zusammen die Eufy Solocam S340 anschauen. Die ist richtig spannend, denn sie wird mit einem Solarpanel geliefert, kann also komplett autark mit Strom nur durch Sonnenenergie betrieben werden. Sie hat ein schwenk- und neigbares System hier unten dran, hat eine Dualkamera, kann optisch zoomen bis zu dreifach. Also ein richtig spannendes Paket. Vielen Dank an Eufy für die Bereitstellung des Testgeräts. Wir schauen uns jetzt als allererstes mal die Details von dieser Kamera an. Viel Spaß. Alle technischen Daten zur Eufy Solocam S340 findet ihr bei uns im Überwachungskamera-Finder. Der Link ist hier oben in der Infokarte. Da haben wir ganz viele verschiedene Überwachungskameras eingepflegt, die ihr euch da anschauen könnt mit ihren technischen Daten. Ihr könnt filtern nach verschiedenen Parametern, zum Beispiel dem Preis oder den Funktionen, die euch besonders wichtig sind. Ihr könnt aber auch Überwachungskameras direkt miteinander vergleichen, sie gegenüberstellen, seht dann direkt die Unterschiede, welche es da gibt und könnt euch das da alles ganz transparent anschauen. So, jetzt wollen wir als allererstes mal den Lieferumfang anschauen. Hier in diesem Paket ist die Kamera, das Solarpanel und dann noch ein bisschen Befestigungsmaterial, ein paar Schrauben und noch mal ein paar Kabel. Dieses hier ist zur Verlängerung da, zeige ich aber gleich mal. Die Kamera, wenn man sie aus der Packung rausnimmt, hat diese Halterung, die man hier so ranklippen kann, da noch nicht drin. Und natürlich ist hier oben das Solarpanel out of the box erstmal noch nicht drin. Das habe ich natürlich zum Testen alles schon mal hier rausgeschraubt. Auch dieser Part hier oben ist da noch nicht dran. Aber den lasse ich jetzt mal dran. Also, wie ist die Kamera aufgebaut? Hier vorne hat man eine LED mit einem Status. Hier vorne einen kleinen Lautsprecher. An der Oberseite, wie gesagt, Schrauben dran, womit man diese Halterung befestigen kann. Auf der Rückseite die Sync-Taste und ein Anschluss für ein USB-C-Kabel. Da kann man das natürlich hier direkt am Strom mitladen oder eben über dieses Solarpanel, was dann hier auch ein USB-C-Kabel dran befestigt hat. Dann ist hier unten die Kamera dran, zwei Linsen, so ähnlich wie bei der, ich glaube sie heißt S350, die aussieht wie so ein kleiner Roboter, habe ich getestet, das Video findet ihr oben. Ich habe zwei Linsen, das gibt dann halt eben einmal eine hauptsächliche Weitwinkellinse und dann nochmal eine Zoomlinse, die dann bis zu dreifach optisch heranzoomen kann. Also da wirklich Parallelen und der ganze Part hier unten ist halt auch schwenk- und neigbar. So, und dieses Solarpanel, was hier halt im Lieferumfang direkt mit dabei ist, das könnt ihr entweder mit Befestigungsmaterial separat irgendwo anschrauben, also zum Beispiel irgendwo ans Dach oben machen und dann halt mit diesem Verlängerungskabel hier könnt ihr hier das da reinstecken und dann halt verlängern und dann daran gehen. Oder, und so habe ich es gemacht bei mir, man schraubt die Halterung hier oben an, dann wird das Panel hier so festgeschraubt. So. Und dann wird es dann hier hinten mit verbunden. Machen wir jetzt quasi einfach mal alles. Jetzt habe ich es hier oben gerade wieder nicht richtig befestigt, beziehungsweise ich habe diese kleine Halterung hier gerade vergessen. Sonst ist das natürlich starr und kann so ein bisschen geneigt werden. Und so kann man das dann halt hier mit dieser Halterung zusammen einfach an der Wand anschrauben. Und dann ist das ganze System so quasi ready, wird über die Sonne immer automatisch geladen und kann euren gesamten Bereich überwachen. Ist eben für den Außenbereich absolut geeignet, wird mit dem WLAN verbunden und ja, das war es erstmal zum Ersteindruck. Ja, und jetzt wollen wir natürlich auch schauen, was kann die Kamera alles, wie sieht das Ganze in der App aus, welche Funktionen gibt es und das schauen wir uns jetzt zusammen an. So, dann schauen wir uns die App hier mal zusammen an und ich blende sie hier wieder für euch ein, dass ihr mitschauen könnt. Ich habe ja schon einige Eufy-Überwachungskameras getestet, das heißt, wenn ihr schon ein paar Videos geguckt habt, dann ist die App die gleiche, die Eufy Security App und ja, wir gehen jetzt trotzdem mal den gesamten Umfang durch. Man sieht hier immer die eine Kamera, die jetzt hier installiert ist, natürlich auch mehrere, wenn ihr mehrere habt. Ich habe jetzt hier einen Testraum, aber ihr seht, so sieht es aus, wenn man mehrere Kameras untereinander eingerichtet hat. So. Die Hauptübersicht zeigt hier unten links an, einmal den Status der Kamera, auch hier, dass ein Panel verbunden wurde und hier oben ist jetzt gerade im Moment die Bewegungserkennung aus. Hier klickt man auf das Play und dann kann man hier in die Übersicht rein. Das ist jetzt quasi das Live-Bild aus dem Büro. Hier seht ihr unten einfach und zweifach. Ihr könnt hier also quasi zwischen den Kameraobjektiven wechseln, könnt hier das Zoom-Objektiv auswählen und wie ihr seht, kann man hier richtig ordentlich ranzoomen, ohne irgendwie wie bei einem digitalen Zoom Qualitätsverlust dabei zu haben. So, ihr könnt direkt aufzeichnen, Audio, ihr könnt hier über Audio ein- oder ausschalten, ihr könnt direkt über die Kamera sprechen, schwenken und neigen. Das heißt, ihr könnt hier die Kamera, wenn ihr möchtet, nach oben,
nach unten, links und rechts, schwenken lassen. Natürlich sehr praktisch, wenn man so eine 360 Grad Rundumsicht hat. Man kann hier die Beleuchtung ein- oder ausschalten. Gerade für Nachtsicht ist es eben so ein kleines Scheinwerferlichtchen integriert, das man auch nachts in Farbe sehen kann. Das zeige ich euch aber auch gleich nochmal. Und hier gibt es noch ein paar Punkte. Screenshot, die Nachtsicht kann man hier aktivieren. KI-Nachverfolgung kann man hier aktivieren. Die KI-Nachverfolgung ist eben so, dass wenn eine Bewegung erkannt wird, dass man halt nicht nur darüber eine Push-Nachricht kriegt, sondern dass die Kamera der Bewegung durch den Raum halt immer folgt, um die Person, die da erkannt wurde, immer im Blick zu haben. Voreinstellung, das zeige ich euch gleich mal in den Einstellungen, wie man das machen kann. Man kann bestimmte Bereiche sich als Voreinstellung hier speichern, auch dann mit den verschiedenen Zoom-Kameras. Wenn ihr zum Beispiel, hier in dem Büro gibt es jetzt nicht so was richtig Spannendes, aber wenn ihr sagt, ich möchte immer mal gucken, wie geht es denn meinem Bäumchen im Büro, dann klickt ihr hier auf die 2 und dann wird automatisch auf die Position geschwenkt und gezoomt. Und genauso könnt ihr sagen, ich möchte wissen, wie geht es meinem Stapel Mähroboter. Dann geht er halt an die Position, na, und die Hauptansicht halt hier wieder zurück. So könnt ihr ohne lange irgendwie hin und her zu schwenken immer direkt die richtige Position sehen. Wenn ihr auf Rundumsicht klickt, dann macht die Kamera halt einfach eine Fahrt in all ihre Richtungen, also quasi bis dahin, wo sie filmen kann, ganz nach rechts, ganz nach links, um quasi ja, eine Überwachungsfahrt zu machen. So, hier gehen wir jetzt aber wieder raus. Also hier oben ist noch so ein Symbol, da könnt ihr auch noch draufklicken, um eine integrierte Sirene zu aktivieren. Wir gehen jetzt hier aber mal wieder raus, gehen einmal auf die Einstellung, um hier nochmal alles zu zeigen. Ihr könnt die Kamera hier oben komplett ausschalten, wenn ihr möchtet, dass die Kamera komplett aus ist und nicht aufnimmt. Homebase Connection, ihr könnt sie auch mit der Homebase 3 verbinden, wenn ihr eine habt. Dann könnt ihr darauf zum Beispiel auch das Material, was die Kamera erkennt, aufnehmen. Sie hat aber auch einen integrierten Speicher, kann also, ich glaube, etwas um die 7 GB integrierten Speicher hat sie. Bewegungserkennung ist jetzt gerade eben noch aus. Jetzt, wenn ihr sie einschaltet, seht ihr, dass ihr noch mehr hier habt. Ihr könnt hier Aktivierungsbereiche einstellen, könnt sagen, welche Erkennungsart hier aktiviert sein soll, also Personen, Fahrzeuge oder alle anderen Erkennungen, die Empfindlichkeit, KI Nachverfolgung, was ich gerade eben erwähnt habe, könnt ihr hier auch einstellen. Dann den Power Manager. Hier könnt ihr sagen, in welchem Modus die Kamera arbeiten soll, optimiert für Lebensdauer oder optimiert für die Überwachung. Solar-Dashboard, hier könnt ihr euch zum Beispiel anzeigen und seht hier auch, das Aufladen funktioniert wirklich gut. Selbst sehr diesige Tage, die wir jetzt hier so um Ostern rum hatten, waren so, dass es trotzdem bei mir immer etwas aufgeladen werden konnte. Dann ist die Energiequelle im Moment als Sonnenkollektor eingestellt, aber ihr könnt es auch auf externes, auf Batterie umstellen. So, voreingestellte Position, was ich eben gerade einmal erwähnt habe, das könnt ihr hier festlegen. Also ihr geht auf 1, 2, 3 oder 4, fahrt die Kamera dahin, wo das sein soll, klickt dann auf Erstellen. Dann Schwenk- und Neigeeinstellung. Ihr könnt sagen, ob das besonders schnell sein kann oder besonders langsam. Ich finde, schnell ist bei mir der Fokus drauf. Scheinwerfereinstellungen können ein- oder ausgeschaltet werden. Dann gibt es die Videoeinstellung, Wasserzeichen, Ansichtsmodus. Man kann sich nicht nur die Kamera einzeln so anzeigen lassen, man kann auch das Bild beider Linsen separat anzeigen lassen, wenn man das cool findet. Streaming, Aufnahmequalität, Nachtsicht, ob das quasi Infrarot sein soll oder mit dem Scheinwerferchen. Datenschutzzonen könnt ihr aktivieren, wenn ihr eben wollt, ihr habt irgendwo Bereiche, die nicht aufgenommen werden dürfen, zum Beispiel ein Nachbargrundstück, könnt ihr das hier auch ausgrauen. Also ihr seht schon, die wichtigsten Funktionen sind hier definitiv dabei. Audioeinstellung gibt es hier auch ein paar. Benachrichtigung. Wie soll die Benachrichtigung aussehen? Sollt ihr da auf der Apple Watch zum Beispiel so eine kleine Vorschau schon mit dabei haben? Dann die Allgemeineinstellung, der Name, Status LED oder ein- oder ausgeschaltet WLAN. Also hier sieht man nochmal Speicherung, lokaler Speicher und es sind ja, 7 GB, so wie ich eben gesagt habe, sind hier integriert. Oder wie gesagt, ihr könnt auch auf der Homebase 3 aufnehmen. So, ja, das sind die Einstellungen, die man hier sehen kann. Dann generell so zu meinen Erfahrungen, die Qualität, ich meine, das sieht man hier schon auf der Aufnahme, die Qualität ist wirklich gut und gerade beim Heranzoomen hat man auch echt ein sehr schön klares Bild. Beim Schwenken und Neigen, klar, hat man immer so eine leichte Bewegungsunschärfe kurz, aber auch nicht irgendwie richtig lang. Also ich muss sagen, das sieht schon wirklich gut aus. Wir haben hier unser Testbild, was wir hier immer machen, einmal in ganz normaler Helligkeit, wie gut die Kamera erkennen kann, auch einmal rangezoomt. Da sieht man, das ist wirklich ein sehr schön klares Bild, was die Kamera hier aufnehmen kann. Und auch bei Nacht macht sie gute Aufnahmen, entweder eben im Infrarotmodus, dann habt ihr halt alles in Schwarz-Weiß. Oder wenn ihr dieses kleine Licht einschaltet, dann habt ihr eben auch nachts. Farbsicht, natürlich ist nicht so ein richtig großes Panel oder so, was richtig hell ist. Das ist halt mehr so für die nähere Umgebung geeignet, da alles auszuleuchten.
Aber hier in meinem Test hat es absolut gereicht. Die Videoerkennung sieht also wirklich, die Videoqualität sieht wirklich gut aus. Die Bewegungserkennung funktioniert auch hier, wie bei den Vorgängen, die ich mir alle schon angeguckt habe, wirklich gut. Also wird sehr zuverlässig sofort eine Bewegungserkennung aufs Handy geschickt, wenn irgendwo eine Person erkannt wurde. Auch die KI funktioniert da gut. Muss ich sagen, hat mir soweit gut gefallen. Und dann ist es natürlich ein sehr schönes Gesamtpaket, da man eben dieses Solarpanel da dran hat, das flexibel platzieren kann an der Kamera oder ein bisschen weiter extern, macht das alles natürlich richtig Sinn. Okay, das war's zu den Funktionen und dann fassen wir nochmal das Wichtigste zusammen. Meine Meinung zur Eufy SoloCam S340. Ja, ich kann es nicht anders sagen, Eufy macht einfach coole Überwachungskameras. Die Qualität, die stimmt hier immer. Optisch sehen die auch echt hochwertig schick aus, wie ich finde. Diese Kamera hat echt viele coole Vorteile. Sie ist schwenk- und neigbar. Sie hat ein richtig ordentliches Bild, also eine richtig schöne Auflösung mit zwei Linsen, einmal sogar mit dreifach optischem Zoom. Dann seid ihr hier natürlich auch gerade im Sommer oder wenn genug Licht da ist, absolut autark durch dieses Panel, was hier oben dran ist. Das könnt ihr direkt an der Kamera platzieren oder eben noch ein bisschen weiter extern mit so einer Verlängerung dran. Ihr habt super viele Funktionen in der App. Ihr könnt Bereiche ausgrenzen, ihr könnt speichern auf dem 7 GB internen Speicher oder wenn ihr euch noch die Homebase dazu kauft, könnt ihr auch darauf speichern. Habt das dann also quasi alles lokal. Ihr habt hier keine monatlichen Zusatzkosten. Also insgesamt ein richtig cooles Paket, kostet unter 200 Euro. Jetzt, wo ich eben gerade geguckt habe, bei Amazon lag sie so bei 190 Euro. In den Angeboten findet man die Kamera sowieso ständig. Ja, kann ich absolut empfehlen. Ist eine coole Überwachungskamera, hat mir gut gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne in die Kommentare damit. Wenn ihr Lust habt, noch ein weiteres Video zu schauen, dann findet ihr das direkt hier. Hier unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Und da geht's zu unserem Überwachungskamerafinder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.